und herzlich willkommen im Freilichtmuseum Roscheider Hof. Ich sitze jetzt gerade über unserem schon etwas spätsommerlichen Rosengarten und das wird ein ganz kurzer Vlog, einfach ein paar Kleinigkeiten, die so in der letzten Zeit passiert sind. Zum einen haben wir unseren Maret-Pavillon mal wieder renovieren müssen. Der war von Westen schon ziemlich angegriffen. Die Farbe an den Fenstern ist leichter abgeblättert. Und einer unserer lieben Mitarbeiter hat sich darum gekümmert und jetzt ist er schon fast wieder fertig. So, und die Dachdecke kommen langsam auch zum Ende. Hier sieht man das Gerüst am letzten Stück. Und nun ja, eigentlich sollte das im Frühjahr fertig sein. Und auch an der Rückseite ist das Gerüst mittlerweile um die Ecke gewandert. Aber nun ja, vom Winter passt das jetzt noch. Und jetzt sind wir froh, dass unsere Dächer endlich saniert sind. Und im Juni schon hat uns netterweise das Ehepaar Verhulst aus Belgien besucht und die machen für uns was ganz Wichtiges, nämlich die ganzen niederländischen Übersetzungen. Eigentlich schon seit ein paar Jahren. Das ist super. Schickt man was hin und dann kommt es ein paar Tage später spätestens in Niederländisch wieder zurück. Und nachdem wir so viele niederländische Gäste haben, ist es auch ganz wichtig für uns, hier unsere Museumswebseiten etc. etc. auch in dieser Sprache anbieten zu können. So, jetzt stehe ich im Innenhof unseres Hofgebäudes vor unserer Urzeitpflanze und die blüht im Moment. Da muss man hier reinschauen und das machen wir jetzt gleich. Hier sieht man, was so wöchentlich oder fast täglich ins Museum kommt. Ja, also das ist eine Kiste. Hier steht jetzt vorherrschende Religionszugehörigkeit in den Kreisen. Das ist die Landkartenkiste eines Devotionalienhändlers. Also hier hat er natürlich gewusst, welche Gebiete evangelisch, welche katholisch sind. Und hier die Landkarten sind alle foliiert und danach ist der Mann dann eben seine Region abgereist. Das ist der gesamte Haushalt eines ehemaligen Ladens, auch aus Konzköhlen. Sieht man hier schön Ausstellungskarton Kalbfleischsuppe von Frau. Und dann kommen natürlich richtig schöne Sachen. Also alte Werbeplakate, ja, ohne jetzt Schleichwerbung zu betreiben. Das ist wunderschöne 50er Jahre. Eine Eiscreme-Preisliste. Hier Schwanweiß, das ist ein altes Waschpulver. Ja, Africane, soll man ja heute keine Werbung mehr mitmachen. Seht ihr drei Kreuze am Wegrand stehen, dies waren Raucher von Afrika. Ja. Schön sind natürlich solche Sachen. Das ist eine improvisierte Fußbank aus ganz einfachen Brettern, hinterher noch mit Nut- und Federbrettern geflickt. Also aus einer Zeit, wo man eben nichts anderes hatte, als sich aus solchen Brettern etwas zu basteln. Was ganz Tolles eigentlich. Wir kriegen ja immer Koffer für die Güterhalle. Weil sie sich relativ selten erhalten, haben sie diese wunderschönen 50er Jahre Koffer. Da drin sind dann noch zwei Nachttischlampen, die ich verpackt habe. Aber sowas hat sich aufgrund, weil es meistens auf dem Dachboden gelandet ist und dann der Hitze ausgesetzt war und kaputt gegangen, ist doch relativ selten in einem guten Zustand. Noch ein Hinweis dazu. Am nächsten Wochenende kommen die Preußen zum Leben um 1900. Für mich als geborenen Bayer, wo ja die Preußen eigentlich der Ursprung alles Übels in der Welt sind, ist das immer so ein schwieriger Termin. Aber wir sind echt sehr nett und zeigen ganz viel und es sind über 50 Darsteller. Also, kommen!